Dreharbeiten an der Mühlbacher Klause im Pustertal. Unter der Regie von Wolfgang Murnberger wird der schmale Grat der Wahrheit aufgespürt. In einem Film, der sich einer bekannten historischen Figur der Filmbranche widmet und dessen Name in der Bekleidungsbranche bis heute als guter Werbeträger taugt. Louis Trenker. Trenker, das brachte die Geschichtsschreibung Schritt für Schritt ans Tageslicht, nahm es mit der Wahrheit nicht sonderlich genau. Wie ein Chamäleon konnte sich das Kommunikationstalent im In- und Ausland den verschiedenen Gegebenheiten, politischen Strömungen und Diktaturen anpassen. Tobias Moretti schlüpft für den Film gekonnt in die verschiedenen Rollen Trenkers. Die Auf- und Abstiege des Filmpioniers zu verfilmen, war hingegen eine Idee der aus Bruneck stammenden Produzentin Anni Brunner. Das, was uns interessiert, ist eigentlich jetzt nicht nur die Figur Trenker, sondern die Haltung, die sehr viele Menschen hatten, die auch Trenker hatte. Eben zu sagen, ja, es ist gerade eigentlich alles nochmal gut gegangen. So ist ja auch seine Biografie. Und dass man zeigt, dass eben der Großteil der Menschen versucht hat, relativ, also Trenker ist ja auch als großer Opportunist, hat er sich versucht, da durchzulavieren, und so hat einfach jeder auch versucht zu überleben. Die größten Filmerfolge der Bruneckerin waren Wer früher stirbt, ist länger tot im Jahr 2006 und 2011 Almania, willkommen in Deutschland. Mit beiden Filmen gewann sie hochrangige Auszeichnungen. Zum Film gekommen ist sie in den 1990er Jahren. Es war eigentlich reiner Zufall, weil ich war Bühnenbildassistentin und meine Bühnenbildnerin wollte einmal einen Film machen. Und da bin ich mitgegangen und es war ein Hochschulabschlussfilm. Und der wurde wieder erwartend zu einem großen deutschen Kinoerfolg. Und danach habe ich eine Zeit lang noch Szenenbildausstattungen eben gemacht und bin dann aber zu den Texten wieder zurückgekommen, auch das, was ich studiert habe mehr. Und dort über die Lektorate, über die Koproduktionen dann zum Stoffe selber entwickeln und Stoffe selber produzieren. Am spannendsten war für mich tatsächlich dieses eben im Lektorat viele Drehbücher lesen. Ich habe über ein Jahr lang jeden Tag ein Drehbuch lektoriert, von den großen amerikanischen Studios bis zu italienische Koproduktionen, wo man das Handwerk, wie ein Drehbuch funktionieren kann oder welche Geschichte eine gewisse Tiefe hat oder welche Geschichte einem was sagt, hat auch viel mit Übung sozusagen zu tun. Und der Weg über das Szenenbild ist die bildliche Seite. Also was sind die Bilder, die einen Film faszinierend machen? Der Film über Louis Trenker lebt von penibel genau nachgestellten Szenen. Sehr schön! Und der offenen Lebensart eines medialen Multitalents, der mit den Machthabern liebäugelt und in Konflikt gerät. Nicht schneller werden! Auch Südtiroler Schauspieler wie hier Günter Götzsch und Dietmar Gamper sind bei der Produktion dabei. Hallo, wer rennt da durchs Bild? Aus dem Bild, verschwindet! Ja, Spitze, es ist jetzt im Bild, was rennt sie da rum? Da Lissi. Lissi, verschwindet's! Wir müssen mit Ihnen sprechen. Ja, spart er vielleicht Ihr Pfeifendeckel, wenn wir fertig sein. Faszination Kino. Der Film zeigt Trenkers brillanten Aufstieg in der Filmbranche. Vor allem mit den Filmen Der Rebell und Der verlorene Sohn stieg sein Bekanntheitsgrad. Trenker ist beliebt, bei Frauen und Medien. Schon bald zählt er auch zu den Lieblingsregisseuren der Nationalsozialisten. Mit Wolfgang Murnberger nähert sich ein österreichischer Erfolgsregisseur dem umstrittenen Kinopionier Trenker. Er blickt hinter die umstrittenen Machenschaften eines Schlitzohrs, der im Kino der 1930er Jahre auch große Erfolge bei den Faschisten feiert. Für den Film Der Kaiser von Kalifornien erhält Trenker 1936 die Coppa Mussolini, den großen Preis für den besten ausländischen Film bei der Biennale in Venedig.
Die nationalsozialistischen Gesetze erlauben es nicht. Drenker, der Schauspieler zwischen zwei Diktaturen, ist eine Herausforderung für den Regisseur. Ich kenne natürlich Louis Drenker aus meiner Kindheit. Das war dieser Herr, der alleine vor der Kamera steht und Geschichten erzählt. Und ich bin da damals auch gesessen und habe mir diese Geschichten angehört. Er hat mir ja irgendwie an meinen Vater erinnert. Der hat auch so Geschichten erzählt, immer. Und wie ich jetzt die Möglichkeit gekriegt habe, den Film über den Louis Drenker zu machen, habe ich mich natürlich intensiver mit dem beschäftigt, was der alles gemacht hat. Und der hat wahnsinnig viel gemacht. Also man könnte wahrscheinlich 5 Filme über den Drenker machen, von denen jeder ganz anders ausschauen könnte. Dieses Drehbuch hier versucht so collagenartig sehr viele Bereiche von dem, was Drenker gemacht hat, abzubilden. Und diese ganze Collage ist eingebettet in eine Rahmenhandlung, in der Louis Drenker damals 1947 oder 48 versucht, die Tagebücher der Eva Braun amerikanischen Filmproduzenten zu verkaufen, was ihm nicht gelungen ist. Aber was ihm gelungen ist, dass er das Zeitschriften verkauft. Also die Zeitschrift Wochenend hat ja die Auszüge dieser Tagebücher gebracht. Und da gab es dann auch einen Prozess von den Eltern der Eva Braun, gemeinsam mit Leni Riefenstahl, gegen die Veröffentlichung dieser Tagebücher. Die Geschichte um die gefälschten Tagebücher wird zum Skandal, über den sogar der bekannte Journalist Klaus Gatterer berichtet. Am Bozner Gerichtsplatz spielt eine Szene, die veranschaulicht, wie Drenker nach dem Zweiten Weltkrieg in der Filmbranche wieder Fuß fassen will. Kaum aber jemand will in diesen frühen Nachkriegsjahren Drenker-Filme sehen, geschweige denn mit ihm arbeiten. Drenker ist out. Außer für eine Journalistin, die Drenker weiterhin verehrt. Sie wird gespielt von Anna Unterberger. Ihren Louis Drenker habe ich natürlich gekannt. Vom Nomen irgendwie ist, dass er Bergsteiger ist, dass er Regisseur ist, dass er selber spielt. Aber eben genaueres nicht. Und natürlich habe ich im Zuge der Arbeit mich eingelesen, habe ein paar Filme angeschaut. Und das ist schon ein eitler Hund, der Herr Drenker gewesen. Der Schauspieler Tobias Moretti und die Schauspielerin Anna Unterberger treffen nicht zum ersten Mal in einer hochrangig besetzten und aufwendig inszenierten Produktion aufeinander. Erneut verbindet sie eine heimliche Liebschaft. Diesmal entwickelt sich unsere Szene dahin, dass wir irgendwie dann ein Gspusi haben. Und genauso wie im Jud Süß, Film ohne Gewissen von Oskar Röhler. Und das ist natürlich hetzig, wenn man sich an einem anderen Set in ganz einer anderen Situation, eben ganz eine andere Rolle wieder trifft. Louis, hat dir der Film nicht gefallen? Du hättest das besser gemacht, wenn ich an die Dramatik von Berge in Flammen denke. 20 Jahre her. Alles in alter Hut. Was ist denn los mit dir? Sollen wir noch auf einen schönen, reifen Cognac gehen? Ein anderes Mal. Beim Dreh muss jeder Griff sitzen und natürlich auch die Kostüme. Die Südtirolerin Katharina Frontul ist Kostümassistentin. Ob Tag- oder Nachtdreh, sie ist immer mit dabei und überwacht die Bekleidung der Schauspieler und der Komparsen. Ich habe die Ausbildung im Iran gemacht, also die Mode- und Bekleidungsschule. Vor 3 Jahren habe ich es abgeschlossen und dann habe ich eigentlich mit einem Praktikum angefangen. Und mein erstes Projekt war Karl der Große, ein Dokufilm, da habe ich 2 Wochen gearbeitet. Also bei dem Projekt haben wir 800 Komparsen ungefähr. Und jeden Tag haben wir Kostümproben. Und es ist nicht immer einfach, weil es sind verschiedene Größen, verschiedene Kostüme. Und es muss auch irgendwie schnell gehen, also anprobieren. Und einen Anzug anzuziehen ist auch nicht so leicht, weil es sind die Schuhe, das Anzug, Hose muss passen, Kragen, Hemd und alles. Zwischen Wartezeiten überbrücken und hektischem Treiben an immer wieder wechselnden Drehorten. Katharina Frontul ist stets zur Stelle, zum Wohle der Schauspieler und der alten Kostüme, die nur mehr selten getragen werden. Ich liebe es, in alten Kostümen zu spielen, mit der historischen Frisur, ich finde es herrlich.
Aber du fährst nicht nach Hause. Ich habe nämlich noch einen Anschlag auf dich vor. Ich schreibe ein großes Porträt über dich. Den Titel habe ich schon. Der Geschichtenerzähler. Ob als liebevoller Geschichtenerzähler oder als wuchtiger Rebell, Drenker spielt seine Rolle und er wechselt sie ständig. Der Rebell war ja auch der Lieblingsfilm von Adolf Hitler. Den hat er sich ein paar Mal angeschaut. Und das hat ja dem Louis Drenker bei den Nationalsozialisten auch Türen und Tore geöffnet. Aber er war dann doch wieder so sturköpfig genug, um es mit denen auch wieder zu verscherzen. Also er war schon sehr, sehr eigenwillige Persönlichkeit. Neben Drenkers nahe Verhältnis zu Nationalsozialismus und Faschismus wird auch das nahe Verhältnis zur politisch ähnlich wie Drenker gestrickten Regisseurin Leni Riefenstahl gezeigt, gespielt von Brigitte Hobmeier. Naja, da bin ich dann oben war, auf dem Gipfel da, da habe ich dann diese Kraft gespürt und habe auch gewusst, woher die kommt. Vom Heimatboden und vom Felsen. Und da braucht man sich auch vor nichts und vor niemandem mehr fürchten. Und da waren Sie wirklich erst 17 bei dieser Erstbesteigung? Keinen Tag älter. Die ganze Beziehung zwischen Drenker und Riefenstahl ist so episodenhaft auch im Film verankert. Das Kennenlernen ist drinnen, die Liaison und dann auch der Streit und bis zur Trennung. Also die Riefenstahl wollte ja dann, dass er zugibt, dass er das Tagebuch der Eva Braun gefälscht hat, wo er sich da gewehrt hat dagegen und da, sie sind beide im Streit auseinandergegangen. Das ist auch eine Szene im Film. Neben Brigitte Hobmeier standen auch mehrere Südtiroler Schauspielerinnen vor der Kamera. Etwa Jasmin Meyerhofer, Gerti Drassel oder Barbara Romana. Aber auch der Sohn von Tobias Moretti, Lenz Valentin, spielt eine Rolle. Ich glaube, er hat ein großes Heimweh in Frascati. Immerhin besser in einem italienischen Kloster als bei den Werwölfen. Regisseur Wolfgang Murnberger, der mit den Filmen Komm, süßer Tod, Silenzium oder Der Knochenmann bereits große Erfolge feiern konnte, setzt bei diesem Film auch auf technisch raffiniert eingebaute Szenen in Original-Trenker-Filme. Ja, das ist natürlich eine besondere Herausforderung, dass man sozusagen den Tobias Moretti als Louis Drenker in diese alten Filme einbaut. Und das versucht man natürlich zu verweben. Ich fände es komisch, jetzt den Tobias Moretti als Louis Drenker agieren zu lassen im Film und in den Filmausschnitten wäre dann Louis Drenker selbst zu sehen. Also das geht gar nicht. Also wenn man sowas machen will, habe ich das Gefühl, muss man eben den Tobias in diese alten Filme hineintricksen. In Rückblenden wird die Geschichte eines Opportunisten erzählt, der sich, besessen vom Willen nach künstlerischem Erfolg, instrumentalisieren ließ. Drenker drehte sich meist mit dem politischen Wind und stellte sich selten dagegen. Demgegenüber steht das Bild, das er als Schauspieler in seinen Filmen vermittelte. Also vorher kannte ich ihn mehr als diesen Geschichtenerzähler, als diesen Märchenonkel, zu dem ich eine sehr große Distanz habe, weil ich diese Form des Südtirol-Bildes oder auf was man das reduziert, nicht so mag. Und jetzt sieht man natürlich auch, was für ein Besessener, wenn man sich damit beschäftigt, was für ein Besessener Filmemacher der war. Entlang eines schmalen Grats der Wahrheit.